Da ist es endlich. Das erste Foto von Prinzessin Beatrice und ihrem Eduardo als Mann und Frau. Zur großen Überraschung aller haben die Tochter von Prinz Andrew und der italienische Unternehmer in der All Saints Chapel in Windsor Great Park still und heimlich Ja zueinander gesagt. Genauso umwerfend wie die Nachricht ist das Kleid der schönen Braut. Die 31-Jährige erstrahlt auf diesem offiziellen Foto, das der Hof nur Stunden nach der Trauung veröffentlicht, in einem bodenlangen Vintage-Kleid von Designer Norman Hartnell, mit dem sie völlig neue Maßstäbe setzt. Denn dieses hat sie sich doch tatsächlich von Queen Elizabeth II. Geliehen. Was für eine tolle Geste, die das Band zwischen Großmutter und Enkelin beschreibt. Das romantische Brautkleid und der dazu passende Schleier unterstreichen das Bild einer überglücklichen Braut. Nach der abgesegneten Hochzeit war vorerst nicht abzusehen, wann die ursprünglich für Ende Mai geplante Zeremonie nachgeholt wird. Hinter den Palastmauern ist, wie es scheint, allerdings fleißig an einem Notfallplan gearbeitet worden, der es den Turteltauben jetzt doch ermöglicht hat, noch im Jahr 2020 zu heiraten. Der Grund dafür dürfte der traditionelle Sommerurlaub der Queen sein. Jahr für Jahr verbringt die Monarchin die Sommermonate mit Gatte Prinz Philip in Schottland. Diesen dürften die beiden nun ganz besonders genießen. Schließlich ist nun ein weiteres ihrer 8 Enkelkinder unter der Haube. Und wer weiß, vielleicht schauen die frischgebackenen Eheleute während ihrer Flitterwochen ja mal in Schottland vorbei.